Im Mai 2015 hat das Künstlerquartier Gudensberg mit mir als Kurator eine Kunstausstellung im Volkswagenwerk in Kassel-Baunatal veranstaltet. Wir waren 14 Aussteller und haben etwas über 400 Werke gezeigt. Mit Grußworten des damaligen Werksleiters Falco Rudolf, des Baunataler Bürgermeisters Manfred Schaub, des Gudensberger Bürgermeisters Frank Börner und ich habe auch einige Worte dazu geschrieben. So sah die Werkhalle aus, in der wir ausgestellt haben. Links unten einige Künstler vom Künstlerquartier Gudensberg. Und das ist eine Fotomontage aus der Werkshalle. So ähnlich sah es dort aus. Unten arbeiteten die Maschinen und oben drüber hingen unsere Bilder. Meine Bilder waren teilweise großformatig und die Autoren haben einen wunderbaren Text dazu geschrieben. Unter anderem steht dort, ich scheue kein Material, um meiner Kunst Ausdruck zu verleihen. Es sind Bilder unterschiedlichster Größe und mit verschiedenen Materialien. Hier in diesem Fall habe ich Acrylbilder mit Wolle verändert, mit Wolle beflochten. Und auf dieser Seite ist mein ehemaliger Beruf zu sehen. Ich bin gelernter Korbmacher und habe die Bilder, Acrylbilder, mit Geflecht versehen, teilweise Rattern, teilweise Weide. Ich habe auch religiöse Motive ausgestellt und auch einige Montagen, hier in diesem Fall Weide, auf Sperrholz mit Acryl bemalt. Oder die Braid Art von mir, der Farbwechsel. Man sieht, wie die Farbe von links oben nach rechts unten bzw. umgekehrt wandert. Und der Hintergrund auf dem Gelben, das ist Marmormehl. Zwei Montagen. Und da ich alles verwende, dieses Bild heißt Dichtungen, sind jetzt nicht die Dichtungen Goethe-ähnlicher Art gemeint, sondern das sind Dichtungen, die unter anderem für Wasserhähne verwendet werden können. So, das war ein kleiner Ausschnitt von mir, von unserer Ausstellung im Volkswagenwerk. Und ich würde mich freuen, wenn Ihnen das auch gefallen hat.